Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Mordor Schatten. Okay, verdammt, es fehlt ja nochmal 100. Also doch, es fehlt 100. 115 Punkte. Oh, scheiße. Wir wollen... Jeder Uruk, den ich töte, macht mich nur zu einem noch besseren Krieger. Gut, schön zu wissen, dass du davon ausgehst. Gut. Was ist das? Ach so, ja. Gut. Wir können jetzt die schwarze Hand eins auswischen, oder wie? Sehr gut. Okay. Gato ist gefallen und die schwarzen Hautmänner haben deine Herausforderung angenommen. Gut. Sie werden sterben. Sterben. Ja. Ja, ist die schwarze Hand gekommen. Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. Ja, bring deine Frau und deine Freunde hier weg. Rettet so viele, wie es geht. Um den Rest kümmern wir uns. Wenn es sein muss, werden wir jeden einzelnen Uruk auf unsere Seite ziehen. Die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir, Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun. Bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Aha. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Okay. Ah, Moment. Warum? Der dunkle Herrscher wird absiegen. Ach ja. So, du bist tot. So, hier. Ich weiß nicht, warum es gerade ausgerechnet jetzt. Ja, außerhalb des Spiels. So, hier wird schön. Idiot. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Trete so, hier, bitteschön. Die Kunst des Mordens. Geile Stimme, aber. Wir stecken deinen Kopf auf einen Pfahl. Wow. So, hier, bitteschön. Töte ihn, ihr nichtsnutziger Haufen Augs. So, ah, verdammt. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Scheiße, nein. So, hier, bitteschön. Und dein Rückgeld. Hier, bitteschön, noch mehr. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. Stirre. Treffe eine Uruks ab. Jetzt teile ich die Hiebe aus. Okay. So. Halte euch von deinen Füßen fern. Dies ist nicht deine Zeit.
So, hier und jetzt abstechen. So, hier. Okay, und geschafft. Du bist sein nächster Schild! So, hier, bitte schön, Platz und hier. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. Und aufschlitzen. Waldläufer, Zeit zu sterben. Ja, das glaubst du ja selbst nicht. Fügt ihn nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Abschaum. Du bist hier der Abschaum. Du hast ja keine Chance gegen ihn. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind. Ach ja? Dann zeig's mir. Dies ist nicht deine Zeit. Und hier. Ja, verdammt. Scheiße. Verdammt. Hier, bitteschön. Umzingeln ihn. Okay, gleich ist es soweit. Zurück in die Erde, Grabwandler! Du auch, du hässlicher Bastard. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Ich bin nicht wie ihr. Aber wer war das? Der Hammer, oder? Ja. Dein Handeln war mehr als vorschnell. Wir hätten noch viel erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Ja, haut nur ab, ihr Feiglinge. Der Hammer fällt. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Sauron selbst. Vielleicht war das ein bisschen übertrieben, die Lache. Aber wir kommen Stück für Stück vorwärts. Bald, schon bald habe ich genug zu tun. Okay, was haben wir hier? Moment. Das interessiert mich gerade sehr. Keine Hauptmänner, auch Redback ist tot. Moment. Stopp, das wollte ich gerade sehen. Hier. Y. Nur Schwächen, keine Stärken. Furcht vor Garagor, Furcht vor Morgenfliegen, Furcht vor Ghoulen. Gut, wir haben jetzt ein paar neue Aufgaben. Die zu machen hier, das wäre reiner nicht Selbstmord, aber... sondern reiner Schikane, also es würde nichts bringen. Verbesserung, okay. Schon bald sind wir auch dieses Level hier. Kritischer Treffer 2, das wäre super.
Flammen der Vergeltung. Also wenn wir länger eine Trefferserie haben, desto mehr Schaden machen wir. Also doppelten Schaden. Das ist gut. Doppelter Angriff. Ja, ich kann zweimal hintereinander hinrichten machen und so. Das ist auch geil. Was haben wir hier? Gargor-Jäger, Krautjäger. Erlange die Fähigkeit, Angriffe von Gargor zu kontern. Oh. Du kannst durch Konter betäubte Gargor aufsteigen. Zudem erhältst du die Fähigkeit, einen tödlichen Gegenangriff während deiner letzten Chance gegen Gargors auszuführen. Drücke halt hier, um auf betäubte Krauks aufzusitzen und sie zu reiten. Und hier, das erlaubt uns auch auf Krauke, auf ein Krauk oder Garagor auf. Geil. Denn dieser Krauk hier, der scheint groß und mächtig zu sein. Was haben wir hier? Brandmarken und zerstören. Drücke K, um alle gebrandmarkten Uruks und Monster zu töten. Warum sollte man das machen? Die helfen einem. Geiststoß, okay. Geisterbrand. Drücke, wenn du voll aufgeladen ist, um alle betäubte oder zu Boden gegangene Uruks zu töten und alle anderen in die Flucht zu treiben. Das klingt schon mal geil. Schnellspannen verringert die benötigte Zeit zum Spannen des Bogens enorm. Moment, sind wir gleich? Okay. Schattenangriff. Ja, das wäre geil. Also man kann springen von Uruk zu Uruk. Gut, aber langsam haben wir alles. Gut. Oh, ja. Was will ich zuerst das hier machen? Also... Die Matriarchin, die geht mir auf den Sack. Also werde ich das noch erledigen, bevor wir gehen. Ach so, überall sind jetzt Krauke. Nicht Krauke, sondern Garak. Ich töte dich! So. Was kannst du mir verraten? Eigentlich ist es mir egal, was die alle können. Was soll's? Gut. Was ich eigentlich will, ist, sie alle brandmarken. Namenlose Kreatur, das kennen wir. Ja. Hallo. So, hier. Bam. So, hier. Bam. Oh, das Zusatzziel noch nicht erreicht. Das ist schade. Bam. Jetzt aber. Bam. Gut. Das scheint bis jetzt gut zu laufen. Hier. Wir essen nur ein bisschen, damit wir ein bisschen gestärkt sind für den weiteren Kampf. So. So, hier rüber. Gut, die Matriarchen sollen wir töten. So, hier bitte. So, hier und hier rüber. So, hier. Ja. Verdammte Scheiße.
So, hier. Scheiße, scheiße, scheiße. So, hier. Verdammt. So, hier. Oh, Gott sei Dank. Gut. Scheiße. Ja. Oh. Gerade hat es so geschafft. So. Ja. Geschafft. Geschafft. Ja. Ein Leuchtfeuer für die Ungeführten. Sehr gut. Du hast die Legende? Ja, ja. Das kennen wir. Die Hälfte ist geschafft. So, hier. Bam. Ja. Bam. Okay, okay. Er geht noch mehr holen, oder wie? Oh, Uruks. So, und jetzt abstechen. Ah, ich finde es toll, dass wir es geschafft haben. Aber das ist scheiße. Man kann sie nicht normal angreifen. Sie wehrt sich jedes Mal und dann noch so viele Gegner. Ah. Aber zum Glück haben wir es geschafft. Überlebensherausforderung? Redin? Und ich soll auch noch solche töten. Und da haben wir noch einen Sylvanischer Pfeil. Hm. Gut. Also gut, da unten ist ein Krauk. Das sind Partikel, die für nichts zu gebrauchen sind. Gut. Die Machtkämpfe in den Reihen der Uruks interessieren mich im Moment nicht. Ja, haut ab! So, tot. Und hier tot. Ich will nur den Sylvanischen Pfeil... Ja, vielleicht. Er will nur schnell den Sylvanischen Pfeil... Ja, Sylvanischen Pfeil abholen. Unsere Schützen treffen auf so große Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja. Was war das für ein Geräusch? Gar nichts. Ja, verdammt. Oh. So, viel Spaß mit dem Pfeil im Rücken. Scheiße. Naja. Okay, das haben wir. Und... Ja, Bärmler. Und... Zack. Gut. Upsala. Was ist das, was wir... Mithril? Ist das Mithril? Nee, es ist der Aladdingsbumster. Gut. Wenn wir schon gerade hier sind, können wir ja ein paar Ausgestoßene freilassen, oder? So, und der nächste bitte. Und der nächste. Oh fuck. Ein Sklave, haut ab! Stirb! Ganz ruhig, junger Mann. Hier, bitteschön. Ist doch happy, happy. Danke. Oh. Ich danke dir. Bitte, habe ich gern gemacht. So, hier, bitteschön. Ja,
die Leute fliehen, weil sie Angst haben. Und ist das Mithril oder wie das heißt? Es gibt nichts Lustigeres als zuzusehen. Achtung, es ist ein Karagor! Es ist ein Karagor! Ach so, die hier. Gut. Wir haben es geschafft, also Einführung neue Gebiete. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte M kannst du jederzeit nach Udon zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach durchführst. Jede Gebiete besitzt eine eigene Armee. Ha. Der Bote. Mach dir bereit, Lithariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Die Königin wird froh sein, uns zu sehen. Was erwartet? Was? Wir sind da. Also im Gegensatz zu da, wo wir gerade herkommen, sieht da hier Vegetation und schönes Leben. Also es sieht gut aus hier. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Das bedeutet, wir müssen das Lager gar aufräumen? Manchmal werden dich zwei Feinde gleichzeitig angreifen. Drücke zweimal. Ja, das ist klar. Um gleichzeitig beide Angriffe zu kontern. Also, sehr gut. Dann werden wir im neuen Land. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Also, was ist da? Das ist das neue Gebiet. Mit neuen Türmen. Und auch hier. Überlebensherausforderung Mithril. Sauron's Armee. Aha. Aber was ist dieses Grüne da?
Müssen wir dahin? Gut. Ich habe gesehen, was der Grabwandler mit dem Sprengstoff gemacht hat. Er hat alles mit einem einzigen Schuss explodieren lassen. Und jetzt sind überall Uruk-Fleischfetzen verteilt. Aha. Ja, das finde ich super. Ich bin ein Freund des Uruk-Fleischfetzen. So, alle tot. Oh. Und da drüben ist auch noch so einer. Verdammt. So. Halte, um Elbengeschoss zurückzuerhalten. Ja. Aber ich habe keine Feinde mehr. Also, demzufolge müssen wir vielleicht da hoch. Kriegen wir hier alles zurückgestattet sozusagen? Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Steinen der Erinnerung. Gut. Gut. Hier haben wir verschiedene Sachen. Ich find's toll, dass wir wie... Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie können beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Vielleicht. Aber zuerst einmal hier. Nanichia, Gelaia Mordor. Nanichia, Gelaia Mordor. Gut. Gut, dann gehen wir als nächstes hier rüber. Wir nehmen wie eh und je alles. Alles soll uns gehören. Alles gehört ja uns. Gut. Es ist also... Die Natur gedeiht nur. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. Die Augen auf. Wir sind alles andere als frei. Okay, gut. Hier und... Oh. Das war vielleicht ein bisschen zu tief. Aber kein Problem, da vorne ist es ja auch schon. Das Wasser, das die Orks uns geben, ist verseucht mit Schlamm und toten Ratten. Was? Okay. Ich nehme an. Oh. Unten war es nicht. Da! Bei den weißen Wassern des Flusses Anduin, bei den vielfältigen Farben brennen sie so hell. Möge Nurnen nun auf Marvin blicken, auf meine Gabe der zweiten Sicht. Mögen die Elemente von Erde, Feuer und Luft ein Tor in die unsichtbare Welt bilden, Geister von Valinor. Hört mein Gebet und gewährt der Königin der Küste neue Kräfte. Aha. Diese Stammesbrüder sind verzweifelt. Sie werden alles versuchen, um sich gegen die Uruks zu wehren. Ich fürchte, Litariel... Sie vermochte es, deine wahre Gestalt zu erkennen. Sie will den Schmied der Ringe der Macht erwachen sehen. Ja, was auch immer das bedeutet. Gut. Was haben wir da vorne? Und da vorne haben wir auch einen Wurm. Uruks würden sich niemals versklaven lassen. Lieber würde ich mich selbst enthaupten. Reiz mich und ich werde dich zum Abendmahl verzehren. So, hier wird's schön. Der Turk! Reicht ihm die Beine aus! So, und jetzt zu euch. Der will ich noch behalten, aber jetzt zu... Die hier. So. Junge, ich will ihn noch... Jetzt leidest du! Informationssammeln, Todesdrohung. Ah, scheiße, Todesdrohung. Gut, ich will zuerst... Aha. Die kämpfen untereinander. Wir fangen bei den Oberen an. Okay, Menü verlassen. So.
Nachdem wir das erfahren haben, was wir erfahren wollten, eigentlich gar nichts. Man will, dass wir die Ursache dieser seltsamen Geräusche finden. Ja. Verdammte Scheiße. Nein, hier. Ah. Gut, so geht's auch. Wir brauchen mehr Regen und viel mehr Donner. Dann haben die Sklaven noch etwas mehr zum Jammern nehmen. Ja, ja. Da, gefunden. Wer ist das jetzt? Irgendein lausiger Bandit, heißt wohl Forlun oder Gorfab oder sowas. Er schrie nach seiner Frau. Die Jungs haben sich ein wenig um ihn gekümmert. Mehr als ein wenig. Ist er tot? Nee, die Jungs wussten doch, dass du sicher mit ihm reden wolltest und haben ihn verschont. Dieses Stück Dreck weiß vielleicht, wo sich seine Diebeskumpels verstecken. Durchsucht ihn. Nehmt den Ring und gebt ihn dem Herrn. Ihm gefällt solches Zeug. Und wenn er aufwacht... Ach, Uruks. Dem Hunger und den Qualen. So. Gibt es nichts, was diese Uruks nicht schänden würden? In ihren Augen ist Schönheit nur dazu da, um vernichtet zu werden. Ihr fühlt seit Wochen keinen guten Kampf mehr erlebt. Ich sollte ein Duell einfordern. Nicht, dass ich... Ja, nicht, dass du noch einrostest. So, und jetzt... Stirb. Gut. Okay, was haben wir da drüben? So, ist jetzt die Überlebens... Nein. Keine Ahnung, was das für eine Herausforderung ist. Gut. Das Brot, was wir uns letzte Nacht zum Fraß vor... Okay, aha. Gehen wir darüber weiter. Die Wochen haben wir voll am Magen und hat wie Dreck geschmeckt. Wie sollen wir von sowas überleben? So, okay, erst einmal... Erreint. So, ihr seid jetzt frei, ihr Menschen. Gut, gut, dafür müssen wir hier entlang. Und zwar... Wo ist jetzt dieser Nächsten Mal werde ich nicht mehr so gnädig sein. Beim nächsten Mal nicht mehr so gnädig sein? So... Und jetzt zu dir. Ich stehe in deiner Schuld. Und vergiss nicht, beim nächsten Mal werde ich nicht vielen Dank, nicht so gnädig sein. So. Vinolat. Im nächsten Kampf werde ich so viel Blut vergießen, dass wir mehr Grog haben werden, als wir trinken können. So, hier und dann noch der da. So, runter mit dir. Und jetzt, hallo mein Freund. Ich will etwas wissen. Und zwar, der da, wer ist der da? Darts, das Messer. Gut. Aha. Gut, gut. Nein! Oh! Talion, also bitte, ein bisschen mehr Vorsicht. Moment, sind wir... Ja, wir sind korrekt. Wir müssen in diese Höhle rein. Was auch immer das zu bedeuten hat, wir werden es rausfinden. Noch schnell, noch schnell. Hier. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Und es gibt Erfahrungspunkte. Blaue Milch. Dann muss da vorne die weiße Milch sein, oder? Oder einfach nur Milch. Oder Pilze. Oh, ich verlasse das Auftragsgebiet. Wenn ich also weitermache... Scheiße. Gut, das war also zu früh. Zu früh gefreut.
Gut, mir ist da aber gerade etwas aufgefallen. Also können wir Schnellreise nicht möglich, aber Kräuter. Man kann leider nicht nachsehen, was das für Kräuter sind. Scheiße. Okay, und von hier kommen wir echt einfach so rüber. Scheiße. Gut. Dann gehen wir halt zu Fuß. Oder können wir jetzt von hier aus? Nein. Immer noch nicht. Scheiße, ich sollte nicht mitten in einer Quest zu weit weggehen. Upsi. So. Oh, da können wir noch ein bisschen die Leute befreien. Als die Orks angriffen. Ich hoffe, dass er gemeinsam mit dem Widerstand kämpft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er gefangen wurde und sie ihn für den Häuptling zu Hackfleisch verkauft. Sehr wahrscheinlich, aber... Der Sklave flieht! Aber es muss nicht sein. So. Gut, und... Danke, Waldläufer. Gut. Okay, Moment. Ah. Aufgabe abgeschlossen. Gib mir nur eine Gelegenheit. Das ist alles, was ich brauche. So, und jetzt... Abgetötet. Okay. Fuck. Gut, dann kämpfe ich halt. Hier, bitteschön. Verdammt. So. Gut. Dann gehen wir hier, halt hier runter. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Ah, da drüben. Da ist unsere Spur. Und, oh, das sind Garagors. Ich muss E klicken, also halten, um aufzuziehen. Aber ich habe hier nichts zum Aufziehen. Gut. Wie führen wir Marvin Speer zum Hinterhalt? Ich schrei nach Hilfe wie ein Mensch. Hilfe! Hilfe! Keiner von euch klingt nach Menschen! Schlitzt den Sklaven auf, dann kommen sie schon her! Okay. Verdammt. Das ist da unten. Gut, bevor wir weitergehen, hier. Sehr schön, und jetzt? Es soll wohl eine Revolte in Udun geben. Die Sklaven wehren sich gegen Uruks! Seit der Grabwandler den Hammer getötet hat. Eigentlich wollte ich es hören, aber... So, hier, bitteschön. So, und jetzt bei dir und zack. Platsch und Platsch. Gut, das war's. Hier geht's weiter. Oh. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Ich hab nur die Sklaven an der Gruppe. Ja. Ich hab nur die Sklaven. Ich mag das. Oh. Nicht bewegen! So, hier bitte schön. So, hier und trennen. So, Kopf ab. Der nächste bitte. So, hier und aufschlitzen. Und zack. Die Niere raus. Sie haben jetzt nichts mehr zu lachen. Haha.
Moment, ja. Der Ghoul ist hier entlang gegangen, also genau da, wo wir... Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ja. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Ja, hoffen wir es. So. Schleichi. Hier oben bleibe ich ungesehen. Hoffen wir es mal. Einfach schleichen. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Oh. Okay. Nur wenn sie es wollen, oder? So. Okay, das hätten wir jetzt noch hier. Ein Angriff und die. Und die was? Die Höhle wird mein Grab werden. Okay. Oh, Scheiße. Okay. Gut. Wo müssen wir hin? So. Wow. Leise und langsam. So, da hoch. Gerade noch mal gut gegangen. So. Okay, gut. Es ging alles nach Plan. Plus minus. Der Hammer. Klingt nicht gut. Gondor, was ist das für eine Kreatur? Wir haben so eine schon mal besiegt. Jetzt hier. Sie werden angreifen, bis bloß noch unsere Knochen verbleiben. So, hier. Komm schon. Verdammt. Ah, Scheiße. 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 Gott sei Dank, noch geschafft.
So, hier, bitteschön. Ist sie jetzt tot? Ja. Ja. Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Oh. Stimmt, das Feuer hätte ich einsetzen können. Dieser Dunkelheit entfliehen. Ja, bin dabei. So. Diese Flammen werden sie aufhalten. Ja. Scheiße. Darüber. Hoch mit dir. Verdammt. Ich hoffe, wir können irgendwann mal hier zurückkehren. So. Ja. Gut, ja, wir laufen. So. Der Zwerg. Ich hoffe inständig, wir können da wieder rein. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt sie dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Ja, wir haben ihn gefunden. Ja, der Bote. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Und weiter? Also, da drin können wir weitermachen. Es gibt ein paar... Sehr viel zu tun. Das habe ich vergessen rauszuholen. Also müssen wir wieder reinlaufen. Hoffen wir mal, dass es hier nicht von Ghoulen wimmelt. Wie vorhin. Ich liebe diese Fähigkeit, schneller zu laufen. Ja, sehr, sehr praktisch. Gut, okay, wir sind da. Und nehmen es uns. Was haben wir? Blutverkrustetes Faustschild. Da, gefunden. Oder? Oder, wo bist du? Der verdammte Grauk hat mich bewusstlos geschlagen. Und? Oder? Hey, du, Windsparte. Nein, das darf nicht sein. Das ist meine Schuld. Ich hätte besser vorbereitet sein sollen. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich hätte ein besserer Jäger sein sollen. Ich werde dich rächen, Bruder. Ich werde diesen Grauk in deinen Namen jagen. Und ich werde zu dem Jäger werden, den du dir immer gewünscht hast.
Oh. Er hat seinen Bruder verloren. Jäger und Gejagte. Der Tod holt sie alle. Ja, sehr theatralisch. Jetzt müssen wir rausgehen. Gut, gut. Brauchen wir diese Vision? Also... Verdammt, daneben. Ich dachte, wir könnten noch ein bisschen schneller laufen. So. Einmal hier und dann hier. Und wir sind schon draußen und der Meer kommt gerade in den Sinn. Ich glaube, wir können uns jetzt wieder porten, oder? Ja, wir porten uns. Er würde aber sagen, da ich jetzt auf die Uhr schaue, 50 Minuten, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Oh, ein Kauk. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.